Was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, bei euch ist alles gut, Freunde. Bei mir ist alles super. Ich bin wieder in Wien endlich und das Wetter ist wunderschön und ich werde jetzt bald trainieren gehen, ja. Aber ich muss noch davor Corona-Test machen. Das ist voll nervig, jeden zweiten Tag Corona-Test, damit man trainieren gehen kann. Bis jetzt habe ich heute nicht so viel gemacht. Ich bin nur gelegen, habe ferngeschaut, war faul, ja. Aber jetzt gehe ich trainieren. Und ja, ich werde euch zeigen, was ich heute so den ganzen Tag mache. Falls es euch interessiert, wahrscheinlich nicht, aber egal, ich zeige es euch trotzdem. Und ja, Leute, ich nehme jetzt diesen Vlog mit meinem Handy auf, weil es ist einfacher und hat auch gute Qualität, finde ich, von iPhone 11 her. Deswegen werde ich alles mit meinem Handy heute aufnehmen. Es ist einfacher für mich, Handy habe ich immer dabei, ich kann überall alles filmen, als diese große Kamera. Meine Kamera ist zwar nicht so groß, aber ist trotzdem einfacher, deswegen werde ich Vlogs ab und zu auch mit Handy drehen. Ich finde, die Qualität ist super, also ist nicht viel Unterschied. Ja, Leute, jetzt bin ich endlich im Gym angekommen. Es sind nicht so viele Menschen hier. Und ja, jetzt werde ich richtig trainieren. Das ist die Kabine hier, wo man sich umzieht. Ist schön, ja, ist chillig. Kann man machen. Und ja, heute werde ich ein bisschen Brust und Arme trainieren. Und ja, falls es geht, werde ich es versuchen zu zeigen. Aber ja, mal schauen. Schaut mal mein Outfit an. FC Barcelona. Ja, Freunde, das ist mein Gym. Schaut gut aus, oder? Ist nicht das größte, aber auch nicht klein. Also ist chilliger eigentlich. Und hier mache ich Bankdrücken seit langer Zeit. Natürlich Gewicht sehr wenig, weil ich habe voll lange nicht trainiert. Ja, Leute, ich habe jetzt ein bisschen trainiert. Ich spüre die Brust schon gut, ja. Ich habe wieder länger nicht trainiert, deswegen. Und meine Hand macht wieder Probleme, ja. Ich habe wieder Schmerzen. Aber keine Ahnung, was soll ich damit tun? Ich will mich nicht operieren lassen, ja. Und ja, jetzt geht es gleich weiter. Ich habe noch ein paar Übungen. Und dann mache ich noch Arme. Und das ist hier so ein Raum. Hier kann man Bauch machen und so. Und sowas gibt es hier auch, ja. Und Solar. Schaut mal, das sieht voll cool aus, oder? Solar. Diese Lichter sehen richtig gut aus. Die wechseln sich die ganze Zeit. Aber ich gehe nie Solarium. Boah, das Training haut richtig rein. Ich habe das echt vermisst, ja, ich schwöre es euch. Geht's trainieren, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Also, man fühlt sich danach so gut. So, Freunde, jetzt mache ich ein paar Liegestütze noch, ja. Und dann mache ich Arme. Ich versuche euch zu zeigen, wie ich Liegestütze mache, wenigstens, ja. Bei den Geräten ist es ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, wo ich die Kamera platzieren soll, aber hier gibt's Platz, mal schauen. Ich glaube, das war sehr spannend für euch, oder? Leute, wenn ich hier drin bin, denkt man irgendwie, ich bin im Casino oder so mit dieser Lichter hier. Schaut mal. Stellt euch vor, ich mache hier ein Video. Man würde wirklich denken, Casino oder sowas. Oder sonstiges, ja, ihr wisst schon was. Ja, Freunde, jetzt bin ich einkaufen. Ja. Ich habe mir Orangensaft gekauft. Und ja. Und steht mir die Maske. Schaut komisch aus, gell? So, Freunde, ich bin jetzt endlich zu Hause, ja. Ich war einkaufen und ja, jetzt bin ich zu Hause. Und ich zeige euch mal, was ich gekauft habe, kurz. Hier. So, Brötchen, ja, vom Silberbacken im Ofen, ja, die schmecken immer gut. Sind auch nicht so teuer, geht immer. Dann haben wir Fleisch. Ich weiß, das ist nicht halal. Ja. Das ist bei mir ein bisschen ein Problem. Manchmal, wenn ich zu faul bin, kaufe ich immer diese. Was nicht halal ist, daran muss ich auf jeden Fall noch arbeiten. Ich bin zu faul, um türkische Marken oder so zu fahren. Deswegen habe ich das gekauft, aber das muss ich noch ändern. Ja. Ich sollte mehr halal essen, auf jeden Fall. Da haben wir noch diese Cherry-Tomaten. Die schmecken super, ihr kennt die ja. Und die schmecken einfach sehr, sehr gut. Ich schaue die ganze Zeit in falsche rein bei Kamera. Ich schaue die ganze Zeit da, aber ich muss aber da reinschauen. Genau, hier rein, hier. Dann haben wir Sauerrahm, das brauche ich auch für mein Rezept.
Mein Rezept werde ich euch gleich zeigen, was ich mache. Ja. Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt, aber egal. Das geht schnell und schmeckt gut, deswegen. Zwei frische Semmel oder Brötchen in Deutschland. Ne? Da haben wir Kartoffeln. Das brauche ich auch für mein Rezept. Und dann, ich hatte Bock auf Orangensaft. Ja, habe ich mir Orangensaft geholt. So. Was Süßes, was Kekse, Leibniz, Schokokekse. Schmecken gut, ja, kann man immer essen. Ja, Leute, jetzt werde ich mal schnell duschen und dann, ja, dann werde ich mir was zum Essen machen und dann zeige ich euch, was ich esse, ja. Leute, wenn Zwiebeln so am Braten sind, das ist der beste Geruch. Das riecht so gut, ja, das ist, ihr wisst Bescheid einfach. Freunde, das ist mein Essen. Das ist, schmeckt einfach richtig gut. Falls ihr das noch nicht probiert habt, Leute, ihr müsst das mal machen. Ist nicht so schwer, ja. Geht schnell und schmeckt richtig gut. Ja, probiert das mal aus, Leute. Ihr werdet es nicht bereuen. So, Leute, wir haben jetzt schon den nächsten Tag, Mittwoch, ja. Ich bin um 10 Uhr aufgestanden. Ich bin sehr früh schlafen gegangen. Mein Schlafrhythmus ist echt wieder gut, ja. Und ja, jetzt muss ich raus, wegen meinem Internet. Auf meinem Handy funktioniert mein Internet nicht, warum auch immer. Ich muss das abklären gehen. Und ja, dann schauen, was ich danach mache. Ja, Freunde, ich war jetzt ein bisschen draußen, ja, ein bisschen spazieren und es ist sehr schönes Wetter, aber ich habe nach halber Stunde war ich schon voll geschwitzt. Das hasse ich am Sommer, ja. Sonst ist es richtig schön im Sommer, aber dieses Schwitzen mag ich gar nicht. Ich schwitze voll schnell, ich weiß nicht warum. Und ja, ich habe mir Schuhe gekauft, ja. Ich zeige es euch mal. Diese Schuhe habe ich mir gekauft. Die waren im Angebot, ja, 30 Euro. Von 60, glaube ich, auf 30. Also habe ich sie genommen, schauen gut aus. Und normalerweise trage ich nie weiße Schuhe, aber egal, ein bisschen was Neues ausprobieren. So, Freunde, ich würde sagen, das war's mit diesem Video, ja. Das nächste Mal sehen wir uns wieder aus Oberösterreich, weil ich fahre Samstag wieder weg. Nächstes Video kommt am Sonntag oder so, ja. Ich bin gespannt, wo ich als nächstes jetzt bin. Ja, ihr werdet eher einen Vlog dann sehen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Ciao.